Es gibt Menschen, die haben ein klar umrissenes Verhältnis zur Macht. Sie wollen sie haben. Mit beiden Armen rudern sie die Macht an sich und türmen und häufen sie vor sich auf. Sie werden Abteilungsleiter, Direktor, Richter oder Vorsitzender von egal was. Hauptsache, sie sind Vorsteherdrüse. Manchmal beneide ich solche Menschen beinahe, denn bei mir ist an dieser Stelle ein blinder Fleck, absolute Fehlanzeige. Der Gedanke, von irgendetwas Chef zu sein, verursacht bloß schlechte Stimmung und Schweißausbruch. Zum Herrenmenschen kann ich mich einfach nicht aufraffen. Ich bin zu faul dazu. Nur einen autoritären Ehrgeiz habe ich. Herr, über meine Gedanken will ich sein. Das ist gar nicht so einfach, denn die Burschen sind rührig. Ständig schweifen sie ab. Jemand sondert gerade sein politisches oder sonst wie Glaubensbekenntnis ab. Entschuldigung, wie war das nochmal? Immerzu sind die Kameraden unterwegs und ich habe nichts als Scherereien davon. Schluss jetzt, Gedanken! Hier wird stillgehalten, rufe ich mich zur Ordnung und mache mir selbst den Haushitler. Aber so richtig. Stramm stehen lasse ich sie, die sauberen Damen und Herren Gedanken. Der rechte Winkel ist keine geometrische Figur, er ist ein Lebensprinzip. Und dann wird gesungen. Alles, was der Mensch braucht, ist ein Planquadrat, damit der was zu planen hat. Manchmal hat der Mensch Gedankengang, dagegen hilft ihm Chorgesang. Und dann hat man wieder schön unter einem Hut den Kopf. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sogar politisch korrekt onanieren. Warum kann ich nicht zu ihnen gehören? Gerade wieder dachte ich an Ulrikes süßen Arsch. Lecker. Aber das geht doch nicht. Das darf ich nicht tun. Damit reduziere ich Ulrike doch in Gedanken auf ihren süßen kleinen... Haushitler, hilf!